Dachdecker sind dank ihrer Arbeit in der Regel der Sonne ein kleines Stückchen näher. Doch das ist an heißen Tagen wie diesen vermutlich eher eine Last als eine Freude. Auch wenn die Arbeiter durch ihre Erfahrung bereits so einiges gewohnt sind, wie Sven Neumann am Dienstag in Groß-Gerau bestätigt. Also mittlerweile, wir machen es jetzt schon jahrelang. Man gewöhnt sich dran, man weiß, wie man dagegen ankämpfen kann. Mit Sonnenspray, Wasser viel trinken, ab und zu mal einen Schatten, mal eine Raucherpause machen oder was. Also es geht. Es gibt, glaube ich, da Schlimmeres. Schlimmeres? Davon könnte Andreas Friedrich, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, berichten. Denn dort geht man davon aus, dass der bisherige Juni-Hitzerekord von 38,2 Grad im Jahr 1947 vermutlich am Mittwoch überboten werden könnte. Ja, wir erwarten neue Rekorde auf jeden Fall für den Monat Juni. Wir sind ja noch im Juni, das ist normalerweise nicht der heißeste Monat. Den haben wir immer im Juli und August, da haben wir die heißesten Werte im Mittel. Und jetzt liegen wir einen Monat vorne dran und das ist ungewöhnlich, dass wir jetzt Ende Juni schon so heiße Temperaturen haben. Und der Juni-Rekord, bisher 38,2 Grad in Frankfurt-Westend 1947 aufgestellt, der wird morgen wahrscheinlich in mehreren Orten in Deutschland überboten werden. Den Prognosen zufolge soll es im Süden heiß bleiben, im Norden hingegen kühler. Also wer der Hitze entfliehen mag, der könnte zum Beispiel nach Hamburg fahren. Da wird es am Donnerstag nur noch um die 20 Grad werden. Im Rest des Landes rechnet der DWD mit einer lang anhaltenden Hitzeperiode, vor allem aber im Süden Deutschlands.